Hallo Freunde. Ja, wie ihr wisst, plane ich ja in diesem Jahr nochmal eine Solo-Show auf den Markt zu bringen und ich hatte euch versprochen, dass ich das eine oder andere Kunststück zumindest teilweise schon mal daraus zeigen möchte. Ja, fangen wir gleich mal mit diesem Zauberwürfel hier an oder Rubik's Cube, ihr kennt das, wenn man den durcheinander bringt, das geht ganz schnell. Dann dauert das Ewigkeiten, bis man so einen Würfel wieder gelöst hat. Das geht auch schneller. Mit sogenannten Algorithmen, das sind ganz bestimmte Zugfolgen, die man dann durchführen muss, um den Würfel wieder in Ordnung zu bringen. Und der Weltmeister schafft so einen Würfel wieder zu ordnen in 4,8 Sekunden. Wahnsinn, ne? Und dann gibt es natürlich noch diese Blind-Cuber, ne? Die machen das blind. Ne? Da liegt der Weltrekord so bei 15 bis 20 Sekunden. Ja, wie machen die das? Eigentlich ganz einfach. Die haben hier so eine Tüte. Da kommt dann der Würfel einfach hinein. Und dann fangen sie den dann an zu drehen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, zack. Und schon ist, hoppla, oh, nicht ganz, Moment, patsch. Und schon ist der Würfel wieder gelöst, ja. Und zwar rundherum alle Farben wieder richtig. Jetzt werdet ihr sagen, haha, da ist doch bestimmt ein zweiter Würfel drin. Nein, ich zeig's euch. Diese Tüte ist wirklich vollkommen leer. Absolut nichts drin. Jetzt könntet ihr natürlich auf die Idee kommen und sagen, hey, der hat sich die Reihenfolge gemerkt, so zwei links, zwei rechts oder sowas, ne, wie beim Stricken. Aber ich sage euch, wenn ihr in meine Show kommt, dürft ihr den Würfel selbst verdrehen. Wie ihr wollt, solange ihr wollt, so oft ihr wollt. Und ich setze sogar noch eins drauf. Ich werde noch etwas mit diesem Würfel zeigen und das wird euch garantiert die Schuhe ausziehen. Allerdings werde ich das jetzt nicht zeigen, denn ihr sollt ja in meine Show kommen und ich hoffe, dass ich euch neugierig gemacht habe und ich werde nächste oder übernächste Woche dann ein weiteres Kunststück für euch bereithalten. Also ich hoffe, wir sehen uns in meiner Solo-Show, sobald der Termin klar ist. Ciao.